Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Halo The Master Chief Collection Episode 4 mit dem Ralf von der letzten Folge. Haben wir die Infinity befreit und sind nun auf den Vormarsch, um mit der Infinity auch wieder wegzukommen von dem Planeten. Müssen wir aber so ein paar Vorrichtungen platt machen, dass wir raus können und auch dieses Gravitationsfeld quasi dann für uns nutzen können. Und dafür haben wir so ein kleines Fahrzeug leer und müssen dann da ein bisschen durch. Ist ein bisschen schwierig, weil ich alleine bin und die hinten alle rumstehen und ich das alleine machen muss. Naja. Every time the same. Fährst du jetzt? Du fährst. Fuck. Machen wir nicht ganz hoch. Lass mich mal nochmal hoch. Ich brauche die Geschütze. Ja, komm nicht mal auf den Reifen, hey. Aber hier ist offen. Ich brauch mal die Geschütze oben, sonst dauert das alles zu lange und ich brauch zu lang. Okay, die haben es kaputt gemacht. Ja, toll. Na geil. Das geht auch nicht. Verdammt. Und das Teil auf der Seite bringt mir nichts. Okay. Da liegen die Einzelteile. What? Oh Mann. Ah, hier wurde gespeichert. Kraftfeld deaktiviert. Mammoth, der Weg ist frei. Mammoth hält Position. Wann auch immer Sie bereit sind, Chief. Dö. Komme! Feindkontakt! Oh, dann darf ich das nicht mitnehmen. Lass mir den einfach mal links liegen. Tschö.
Legen Sie auf! Ziel erfasst! Schuss sitzt! An alle Einheiten! Unidentifiziertes Allianzschiff nähert sich! Vorsicht! Shit. Schuss sitzt. An alle Einheiten, unidentifiziertes Allianzschiff nähert sich. Lange durchhalten. Wir müssen ihm die Allianz vom Leib halten. Kann man das so schießen? Verstärkungen! Halten Sie sie auf! Das Schiff geht über der Hochebene nieder. Es gibt einen Gravlift in den Bauch des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. Kann ich so nicht zerstören. Finde ich aber geil. Vielleicht ist es, ob das funktioniert, dass ich es so zerstöre. Was mich halt irritiert ist, dass ich Hitmarker kriege. Was kann ich für Sie tun, Chief? Und da ich Hitmarker kriege, gehe ich davon aus, dass ich dem Ding Schaden mache. Und wenn ich dem Schaden mache, kann ich es auf die Weise eigentlich auch kaputt machen, aber irgendwie nicht so. Weil als der Strahl schon grün wurde, hatte ich schon gedacht, dass ich da hoch muss, aber das ist schon so lange her. Join us, Megan.
Ah, wobei, irgendwas hat es ja schon gebracht. Das funkelt ja schon. Okay, das hat nicht gereicht. Geh doch da hoch, die scheiß Treppe. Danke, Chief. Für ein Weilchen wurde sie ein wenig brenzlig. Alle Einheiten um uns formieren. Nesky, hier Infinity. Statusbericht. Mammoth in üblem Zustand, Sir. Er könnte es bis ins Zielgebiet schaffen, falls niemand anfängt, uns mit Steinen zu bewerfen. Ein zu hohes Risiko. Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus, damit sie den Gravitationstrichter erreichen. Verstanden, Sir. Ausrücken, Gypsy. Shadow Company, Castle Company. Machen Sie Druck auf die anderen Kanonen. Castle hört laut und deutlich. In Stellung. Bereit zur Unterstützung. Shadow-Anführer an Infinity. Feindlicher Luftkontakt. Starke Feindkonzentration an den Stellungen. Okay, Leute. Das Gelände um die Nebenflüsse ist zu unwegsam. Angriffstrupp. Zurück zum Mammoth. Jeder, der nicht an Bord ist, wird zurückgelassen. Okay, macht ihn dicht. Mammoth unterwegs. Sie sind denen egal. Die haben sie ersetzt. Verdammt. Schon okay. Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Chief, verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert? Schwierig. Ja, Commander. Der weitere Weg ist komplett blockiert. Das war's erstmal für den Mammoth. Der Befehlsstand der Partikelkanone ist am Ende des Grabens. So, allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander. Wo ist der hin? What? Wo? Ach, du bist tot. Thank you.
Drecksviecher. Okay, da brauche ich was Besseres. Okay, den sehe ich nicht so. Was? Wo? Okay, da ist eine Scheibe oder sowas. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der hat sich den ganzen Leichenhaufen versteckt gehabt. Besser als nichts. So, lass mal Schild aufladen. Cortana und Infinity betreten das Blutsväterbauwerk. Hör mal schlecht. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. Hä? Der macht hier zu. Machst du denn für uns hier auf? Na dann. Der Aufzug sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Wir werden sehen. Okay, die lotsen uns schon in gewisser Weise. Aber sieht mir sehr nach Halo hier aus. Gut, ist aber das Blutsväter-Architektur. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Schnieke hier.
Die Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das ganze System ist automatisiert und sollte es mir eigentlich nicht gestatten, die Kanonen auf sich selbst feuern zu lassen. Eigentlich. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Chief! Cortana! Cortana! No? Oh! Cool! Was ist mein Ziel jetzt? Muss ich den Chip da mal rausholen? Okay. Wir lassen Cortana da alleine. Warum liegen hier Steine? Da war gerade Cortana. Oh. What the fuck? Wer sind Sie? Ich bin das, was von dem Blutsvater namens Bibliothekarin übrig ist. Meine Erinnerungen wurden erhalten, um die Menschheit auf ihrem Weg zur Aufgabe zu unterstützen. Dieser Plan ist nun leider in Gefahr. Der Didaktiker verlässt Requiem. Bald. Du musst das verhindern. Verlässt? Er sucht das hier. Den Erzeuger. Eine Vorrichtung, mit der er den größten Feind eindämmen kann, den die Blutsväter je hatten. Euch. Die Menschheit breitete sich in der Galaxie aus, schnell und schonungslos. Ganze Systeme fielen, bevor die Krieger des Didaktikers euren Feldzug aufhalten konnten. Als der Didaktiker die Menschheit nach 1000 Jahren endlich bezwang, war seine Strafe hart. Wir konnten nicht ahnen, dass die Blutsväter nicht eure einzigen Feinde waren. Die Menschheit breitete sich nicht aus. Sie war auf der Flucht. Vom Krieg geschwächt, konnten wir die Parasiten, die euch verfolgten, nicht besiegen. Die Blutsväter planten eine letzte große Reise. Aber der Didaktiker weigerte sich, unsere verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben. Er würde die Galaxie beschützen. Zu einem Preis. Bei unserem Streben nach Transzendenz sollte der Erzeuger die organische und digitale Welt verbinden. Er hätte uns unsterblich machen können. Aber die Ergebnisse verschlechterten sich. Und die gespeicherten Persönlichkeiten zerfielen. Und unsere Versuche, ihnen ihre biologische Form zurückzugeben, erzeugten Monster.
Solche moralischen Bedenken kannte der Didaktiker nicht. Die Flat infizierte nur lebendes Gewebe. Der Erzeuger bot dem Didaktiker eine Lösung und seine Rache. Die Prometheaner. Sie sind Menschen. Sie waren nur der Anfang. Er hätte die gesamte Menschheit digitalisiert, wenn wir den Erzeuger nicht an uns genommen und ihn selbst hier eingesperrt hätten. Reclaimer. Als ich die Menschheit katalogisierte, versteckte ich Samen vor dem Didaktiker. Samen, die alle zu einem Ziel führen würden. Deiner Entwicklung? Deiner Kampfausrüstung? Selbst deiner Gehilfin Cortana? Du bist das Ergebnis vieler tausender Lebenszeiten der Planung. Planung wofür? Er hat uns gefunden. Selbst im Tod mischt sie sich weiter ein. Reclaimer, das Genlied, das ich in dir angelegt habe, beinhaltet viele Fähigkeiten, darunter Immunität gegen den Erzeuger. Aber du musst sie freischalten. Wie? Gib deine Verbindung mit dieser Welt auf! Deine evolutionäre Reise muss beschleunigt werden. Kann ich den Didaktiker sonst besiegen? Nein. Dann tun sie's. Mach dich bereit. Was auch immer das jetzt war. Oh. Nee. Dackbratze. Wollt doch nicht runter. Holen Sie mich, Chief. Wie kommen wir hier raus? Fahrstuhl, Rückseite der Kammer. Gab's da nicht noch irgendwie Muni? Nee. Aber hier. Merci. So, hier ist noch ein Terminal. Da gucken wir uns da an. The humans' actions threaten the galaxy, yet we have treated them as the mantle required. Their punishment is just. Justice is reducing their genetics in such short generations from a spacefaring race to... this? They are closer now to the animals they behaved as. If not for their encounter with the Flood, their gene plan could have surpassed our own. They could have someday held the mantle of responsibility. The humans were not meant to protect others. The mantle of responsibility for all things is ours, and ours alone. Yes, the mantle is ours. And we hold it so tight that even in death we shall hold it still.
Tja, da hat man ja gesehen, was die mit uns gemacht haben oder was die mit der Menschheit gemacht haben. Der Mantel der Responsibility, Verantwortung. Das Wort habe ich gerade gesucht. Gut. Aber was uns jetzt hier noch erwartet, wenn wir den Aufzug benutzen, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Und da wisst ihr, like und subscribe und die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was denn bei uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, den ihr Follow drücken könnt und auf alle Videozeigen einstellen solltet. Damit solltet ihr das safe sein, mitbekommen, wann was bei uns abgeht. In der Sicht bis zur nächsten Folge. Ciao!